Egal. Ich vergesse immer, dass die Garcia dann spricht. Jetzt aber. Ja, und er wird es nicht leicht haben. Aber es ist seine erste Riesenchance in der WOM, hier einen Titel holen zu können. Denn dafür hat er sich qualifiziert. Er sagt, er ist The Explicit Content. Bekannt für seinen Grimbreaker, für seinen Kneeling Face Rebound Explicit Splash. Er hat heute die Chance, hier den Titel zu holen, der ihm bestimmt gut stehen würde. Der WOM Hardcore Titel. Er ist geboren in Montreal, Quebec, Kanada. Ladies and Gentlemen, auf dem Weg zum Ring im Extreme Rules Match. Apollo Jackson! Hier kommt sein Gegner. Er ist bekannt für den Devil's Own. Für den From the Cradle to the Grave. Für den Downfall of Doom. Auch ihn haben wir heute schon gesehen und angekündigt. Er hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit zum Gold zu kommen. Er ist der aktuelle WOM Hardcore Champion aus Brooklyn, New York. Jax Walker! Ja, und bei der Theme, da kommt die Vergangenheit hoch, da erinnern sich natürlich die Backstage-Wrestler an einen besonderen Mann aus Season 1 an der Ruger. Aber jetzt geht's um Jax, um den Hardcore-Championship-Titel. Apollo Jackson, der hat schon gezeigt, was in ihm steckt. Das heißt, es wird auch nicht einfach für Jax, auch wenn Jax der Favorit vom Papier her ist, von den vergebenen Punkten. Aber Extreme Rules Match. Jax, der brutale Schläger, der in der letzten Show auch ein kleines Kind in den Fanreihen zusammengeschrien hat, was dann sogar weinend, ja, zurückgeblieben ist. Los geht's, liebe Freunde. Jax konzentriert, Jackson konzentriert. Der Hardcore-Titel steht auf dem Spiel. Jackson geht hier raus. Ja, beide prügeln sich hier, beide Brawler wohl scheinbar, so wie es aussieht hier. Wenn ich den Entrance-Team von Daruga, muss ich auch an die Bare Knuckle Fight-Szene denken. Und Jax hier direkt mit einem Stuhl will hier direkt Jackson zeigen, was es heißt, hier Hardcore-Champion werden zu wollen. Denn da ist sowas nämlich gewünscht, der Einsatz von Waffen.
Das Match verlagert sich jetzt hier auch außerhalb. Das gefällt Jackson natürlich. Hier sind seine Aktionen noch härter gegen Jax. Da kann er noch mehr Schaden austeilen als im Ring schon. Jackson. Erstaunlich gut gegen Jax, der jetzt hier ausweicht. Aber er kommt nicht ran. Jackson hält ihn auf Distanz. Tritt auf den Gegner respektlos ein, dieser Jackson. Ja, das ist eine Gangart. Tritt ihn hier durch die Arena, den guten Jax. Und jetzt geht's dann noch mit dem Kopf auf die Rampe. Jackson scheint wieder auszurasten. Oh, Jax. Will sich das hier natürlich nicht gefallen lassen. Er kann auch den Fight. Und weitere Tritte von Jackson. Jax dreht jetzt den Spieß um. Wohin wollen die beiden? Wir befinden uns fast schon hier auf der Bühne. Und Jax mit der Powerbomb. Und die hat gesessen gegen Jackson. Eine richtige Schlägerei haben wir bis jetzt gesehen. Die erste richtige Aktion von Jax. Die Powerbomb. Alles andere war einfach nur ein Brawl. Ein richtig harter Brawl. Da auch hier wird jetzt Jackson zusammengetreten. Vorher sah es noch anders aus. Weitere Kicks hier von Jackson. Von Jax, Entschuldigung. Ich habe ja schon letztes Mal angekündigt. Das wird mir passieren, dass ich da die Namen da nochmal verwechsel. Es ist auch so schade an dem Spiel, dass man da nicht runterfallen kann. Und Jax, er will jetzt wohl wieder in den Ring. Er denkt sich wohl, das reicht aus gegen Jackson. Und das Cover, das muss ich im Ring bringen. Schleudert hier Jackson durch die gesamte Arena der Jax, um ihn jetzt in den Ring zu werfen. Vielleicht hat Jackson da auch extra mitgespielt, weil er weiß, jetzt, wenn Jax angreift, vielleicht kann ich da kontern. Jax jetzt. Mit seinem Downfall of Doom, das Cover. Aber nein. Jackson schafft den Kickout. Und jetzt soll der Devil's Own kommen. Und der Devil's Own geht durch. Cover von Jax. Nein. Und Headbutt-Serie von Jax. Jackson jetzt am Bluten. Platzwunde öffnet sich. Ja, das war nur eine Frage der Zeit bei der Schlägerei, bis der eine anfängt zu bluten. Jax teilt weiteren Schaden aus. Da soll nochmal der Devil's Own kommen. Jackson verträgt hier doch einiges. Jax mit dem Devil's Own. Ist das die Verteidigung für Jax? 2. Und Jax verteidigt seinen Hardcore-Titel. Ja, er war der Favorit. Er blieb konzentriert und hat das umgesetzt. Dennoch eine großartige Schlacht, besonders am Anfang von Jackson. Wie er den Jax da zusammengetreten hat. Aber es hat dann nicht ganz gereicht. Glückwunsch an Jax zum Sieg. So what it means when they're wrong, and the ignorance is eating who they really are inside. Everyone is stuck up, everyone is fucked up, with emotions running high and making people wanna die. Why can't everyone around me just learn to get along? Because life's just a fucking drag.